Grüßt euch, ich bin der Maurer Hans von Kondition Steigenberger aus Aschheim im Chiemgau und ich zeige euch heute, wie man Skiturnfälle richtig wächst, wie man es einfach wächst und dadurch das Gleitverhalten der Fälle um bis zu 20% verbessert und das Anstollen der Fälle verhindert. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Wachse. Das ist einmal das Flüssigwachs, was man auch sehr gern auf der Tour dabei hat, was man im Notfall nochmal während der Tour auftragen kann, um die Stollen zu verhindern. Oder das etwas aufwendigere Wachs zum Einbügeln, Einkorken oder wie es wir heute machen, zum Einföhnen. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt einfach mal. Wir nehmen das Wachs aus der Verpackung raus, reiben das Ganze mit relativ hohem Druck mit dem Haarverlauf aufs Fell drauf. Und man sieht das einmal relativ schön, es entsteht ein ganz dünner Wachsfilm auf dem Haar. Um das Wachs dann besser ins Fell eintragen zu können, nehmen wir einen normalen Föhn. Man kann jetzt einen Heißluftföhn nehmen, wie es wir aus der Skiwerkstatt haben, oder einen Haarföhn, wie ihn jeder daheim hat. Und durch das Einföhnen mit einer gleichbleibenden Temperatur erreicht man eben einen sehr, sehr schnellen Effekt, dass sich das Wachs sauber um jedes Haar legt und somit die beste Wirkung erzielt wird. Und wenn man gesehen hat, dass das Ganze sehr gleichmäßig glänzend ist, dann ist das Ganze auch schon fertig. Man lässt es noch kurz abkühlen und dann kann es auch schon losgehen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, kommt gerne bei uns im Lohn in Aschau vorbei oder besucht uns auf unserer Homepage oder auf Facebook. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.